Let's beat Black Friday. End of this month, the Mark Gabawa lifestyle turns 3 years old. We want to celebrate this milestone with you. Save the date to get the best deals. Heute ein ganz besonderes Video. Und die ist fake. Digga, hat diese. Herzlich willkommen, mein Name ist Mark Geber und heute bin ich hier mit dem Marcel. Wir haben eigentlich jedes Jahr so 2 Videos. Das ist jetzt diesmal unser erstes und ich habe mir etwas Neues ausgedacht. Erstmal meine Begrüßung. Also, wir haben heute etwas Großartiges vorbereitet, wirklich. Ich bin mal gespannt, ob du deine Kenntnisse einsetzen kannst. Welche Kenntnisse? Von Uhren. Ja, du hast schon sehr schwere Modelle heute. Aber heute ein ganz besonderes Video. Und zwar jede Uhr, die ich richtig errate, darf ich behalten. Genau. Also, wir haben hier einmal ein Modell, ein gefälschtes Modell. Wir haben teilweise Fakes, die bis zu 1000 Euro kosten. Also ein Fake kostet 1000 Euro. Das sind solche Super-Clones und halt das Original daneben. Und jetzt ist die Frage, ob Marcel das Ganze erraten kann. Aber wir steigen jetzt, glaube ich, direkt ein. Okay, mit, ja. Mit der ersten Variante. Ja, gerne. Und zwar, wir gucken mal, welche Uhr sollen wir. Wir fangen erstmal an mit der Uhr, die eigentlich jeder so mäßig haben möchte und gut findet. Und zwar von Rolex, die Datejust. Du hast keine Datejust? Nein. Das ist so das Basic-Modell aus der Kollektion, sage ich mal. Und hat 3 Zeiger und ein Datum. Und die Lünette ist aus Weißgold. Mhm. Die Uhr wurde immer so gehandelt für 10.000 Euro. Jetzt irgendwie komischerweise, also die ist ja deutlich teurer geworden. Die kostet jetzt so 15.000 bis 16.000 Euro mit dem blauen Blatt. Und das Armband ist das beliebteste. Mhm. Von daher würde ich sagen, hier ist eine. Und das hier ist die andere. Und ich soll jetzt sagen, welche? Genau, eine ist original und eine ist ein Fake. Mal so die Sachen durchgehen. Musst du sagen, bei welcher ich dann aufstehe. Jetzt sag mal ehrlich, wie findest du? Die Uhr jetzt rein vom Optischen, oder? Oh, so vom Feeling her in der Hand. Schwer, oder? Sehr schwer. Ich finde, dadurch, dass ja so super Clones sind, ist es gefühlt für einen Laien wie mich nicht auseinanderzuhalten. Ich finde, ich weiß nicht warum, ich habe das Gefühl, dass sie aber unterschiedlich groß sind. So, du willst jetzt. Ich glaube, die Indizes sind anders. Die Striche hier. Ich glaube, irgendwo sind die ein bisschen kleiner. Ja, ich habe mir selber noch nicht angeguckt. Ja. Also ich war selber, habe ich hier jetzt... Ja, du, das ist einfach nur ein Raten. Echt? Der Ketz, so kein Merkmal, schließe oder so irgendwie aufzumachen? Digga, ich sag, die ist real und die ist fake. Und wie gesagt, wenn ich richtig liege, darf die Originale ja behalten. Du hast recht. Ja, gut. Woran hast du es gesehen? An meinem Expertenauge. Das soll ich ehrlich sagen, woran ich es entschieden habe. Auf der einen ist das Datum 11, auf der anderen ist 7. 11 ist mir wesentlich sympathischer, weil es eine Schnapszahl ist und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Aber du hättest nicht feststellen können. Nein. Also ich sag dir ehrlich, ich hatte trotzdem das Gefühl, irgendwie, also dass da ein Unterschied ist. Am Ende des Tages ist egal wie. Ja. Die, hallo? Digga, wir rechnen gleich ab. Ja, okay, hat schon mal eins richtig. Das war schon mal nicht schlecht. Sehr gut. Wir gehen erstmal ein Modell teurer. Ja, es wird ein bisschen teurer. Mhm. Und zwar geht es rüber zur Submariner in grün. Und zwar, wir haben einmal hier die Hulk und einmal die Starbucks. Die Starbucks ist die schwarze, ne? Das ist die neue, genau, ja. Starbucks. Ist ein Unterschied. Ja. Also ich sage, die Starbucks ist fake und die Hulk ist echt. Das ist falsch. Schade. Das ist falsch. Die Starbucks ist die echte und die hier ist die gefälschte. Bei den Submariner-Modellen, was die nie hinkriegen, ist hier innen drin, ne? Mhm. Das hier innen drin, diese Striche und diese Zahlen sind platiniert. Pietro, Mark ist gerade neben mir. Digga. Aber ich habe heute keine gekauft. Noch nicht. Kannst du mir ein bisschen Geld leihen, Digga? Oder ich sag dir ganz ehrlich, ich habe. Das hat mich richtig interessiert. Das war eine gute Mahlzeit auf jeden Fall. Ich bin ganz ehrlich, für mich ist es gefühlt unmöglich. Bei so natürlich ganz schlechten Fakes oder offensichtlichen Fakes, aber das ist ja, sag ehrlich, für jemanden, der wenig Ahnung hat oder. Schon schwer. Ja. Jetzt wechseln wir mal den Hersteller zu Patek Philippe. Okay. Und zwar hier haben wir die Aquanaut und hier haben wir die 5167. Na, gucken wir mal. Die Uhr kostet aktuell, glaube ich, so zwischen 60.000 und 70.000 Euro. Ja. Ja, Patek, was hältst du allgemein von der Marke? Sehr schöne Uhren, leider zu spät eingestiegen, so vom Ding her. Mhm. Ich glaube, habe eine. Die auch, übrigens. Ach, die habe ich? Aber mit Stahlband. Ach so, ja, gut, zu wissen.
Okay, meine Entscheidung ist gefallen. Die ist real, die ist fake. Nein, andersrum. Ja, aber warum? Die hört sich besser an, ruhiger. Nee, guck mal hier, ist metallisch. Es hört sich ganz, guck mal hier, wie sauber sich das anhört. Ja, ja, keine Ahnung. Es ist halt. Ja, also hier haben wir, also wirklich, muss ich sagen, es ist sehr schwer auseinanderzuhalten. Das Datumsfenster ist leicht, leicht off. Also man sieht, dass die Zahlen so ein bisschen tiefer hängen. Insgesamt auf der Rückseite gibt es auch minimale Unterschiede, aber es ist wirklich schon sehr, sehr gut. Jetzt gehen wir rüber zu einem der Topmodelle von Rolex. Mhm. Und zwar die Daytona mit dem weißen Ziffernblatt. Das muss ich richtig machen. Ja. Dann ist 2-2, dann kann ich gut schlafen. Das ist das Stahlmodell, ne? Das ist das neueste Modell. Das letzte, ja. Das genau. Habe ich doch auch, die habe ich doch auch, oder nicht? In ne? Schwarz. In Schwarz, ja. Es gibt zum Beispiel ne, so Krone auf dem Glas eingelasert und so, das haben beide Uhren. Mhm. Wonach schaust du gerade? Also ich, entweder täusche ich mich, aber ich glaube, das Swissmade ist bei der einen Uhr kleiner als ja, bei der anderen. Ja, aber ist jetzt die Frage halt, was echt und was unecht ist, ne? Darum die Leute, die immer so sagen, ja, das sieht man ja sofort, da ist ja der und der Unterschied. Aber die Frage ist, was ist echt und was ist unecht? Mhm. Also ich, ja, ich habe ja sowieso nichts mehr zu verlieren. Ich sag, das ist die echte und das ist die nicht echte. Ja, das ist richtig. Oh, sehr ja, gut. Das ist richtig. Und ich erkläre dir auch, warum, weil die Lünette hat nicht so einen schönen Schimmer und sieht nicht so schön ja. aus, wenn man sie gegen das Licht hält, wie bei der, ja. der Original. Auch die Schrift ist ja, genau. perfekter. Hier ist die minimalen Ticken größer als da. Hier kannst du sie gefühlt gar nicht lesen. Naja, auf jeden Fall. 2-2 ist okay. 2-2. Zwei Uhren für mich heute. Ja, ja also man sieht es daran, dass halt auch hier wieder die Keramik und das Inlay nicht so 100% ist. Ne? Aber man muss eine Sache festhalten, mit den Fakes wird es immer schwieriger. Mhm. Und es gibt auch immer wieder prominente Fälle, wo halt Leute irgendwas kaufen. Die schlimmste Geschichte, die ich jemals gehört hatte, war auch von jemandem hier aus Hamburg. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und zwar, er hat über eine Plattform, die wir alle kennen im Uhrenhandel, hat er eine Richard Mille gekauft. Chrono. Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber für 200.000 Euro. Mhm. Richard Mille RM11 war das. Und er hat sie dann zugeschickt von einer anderen Privatperson. Und es hat sich dann hinterher herausgestellt, dass diese Richard Mille fake war, aber erst nach 2 Monaten. Weil er sich jetzt auch nicht so mega auskannte und ist dann nach München gegangen, hat den abgegeben, haben sie ihm gesagt, ja, die ist halt gefälscht. Und dann da, auch zurückzugeben nach 2 Monaten relativ? Das geht ja nicht, ist ja auch eine Privatperson, also so. Da kommst du so einfach dann nicht dran. Ne? Das war ja auch, er hat das ja auch bestätigt. Der hat den Reibach seines Lebens gemacht, Digga. Der andere, also der Verkäufer hat auf jeden Fall alles rausgeholt, was geht. Von daher, man muss immer bei jemandem kaufen, wo man auch irgendwie jemanden packen Aber hat, war ne? das so ein guter Fake oder? Ja, war okay. Also hast du schon mal eine Fake-Uhr gekauft, der zwei Hand aufs Herz? Nein. Nein. Noch ja. nie? Nein, also es gab einen Fall, und zwar im Dezember 2019 gab es eine russische Truppe, die waren unterwegs mit diesen Daytonas in Weiß. Da war die jetzt, 2019 war die so 2 Jahre auf dem Markt. Und die sind in Deutschland durch alle verschiedenen Geschäfte gegangen und da haben die abgegeben, sag mal, der Marktpreis war 20. Mhm. Die hatten keine Papiere und haben dann gesagt, 13. So, und der Preis war halt dementsprechend schon attraktiv, die Uhr sah gepflegt aus und so weiter. Und hat auch Ausweis und so gegeben. Dadurch, dass ich jetzt sowieso nicht so Bock drauf hatte, die Uhren ohne Papiere anzukaufen, weil es immer so einfach in der Preisklasse ist einfach uncool. Aber es sind tatsächlich einige Händler drauf reingefallen. Und hinterher gab es dann so ein Rundschreiben, auch auf den Messen und so weiter, hat man dann überall so den Steckbrief von dem einen Typen gesehen, von dem Russen. Ja, der hatte auch sogar eine goldene Daytona. Die war echtes Gold. War alles echt, das Werk und so weiter war nicht davon. Ne? Sehr ärgerlich, ne? Also wenn man sowas kauft. Genau, man muss halt einfach aufpassen, weil derjenige ist dann auch wieder abgehauen ne? und da kann man auch nicht verfolgen, das Ding ist dann gelaufen. Und daher immer aufpassen beim Uhrenkauf, ne? würde ich so sagen. Deswegen nur bei Marke Bauer kaufen. So sieht's aus und damit sind wir am Ende vom Video angekommen. Schaut gerne bei ihm vorbei. Ich werde alles in der Beschreibung verlinken und hat sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall, immer mit dir. Mal sehen, wen ich als nächsten herausfordere und wer sich besser schlägt. Ich nominiere. Ja. Ich nominiere Sascha oder Nico. Sascha oder Nico? Ja, er hat ja meine Homies, deine Homies auch. Passt ja, wohnen bei dir auf der Ecke. Die beiden im Duell. Ladies and Gentlemen, are you ready? Wer gewinnt, kriegt 100 Subs von mir. Oh, okay, krass, alles klar. Dann bis bald, Jungs. Ciao, ciao. Ciao.